Guten Tag, hier zurück bei Daisy. Daisy. Wir sind wieder hier die Dreier-Kombo mit Annika und Steffen und das Pitty. Perfekte Triplett. Triplett? Triplett. Heißt das nicht so? Alle drei zusammen heißt Dio das. Und Pfeife. Triplett. Tripletten. Ich habe ja das Thema für die heutige Sendung. Für die heutige Sendung. Annika nicht. Für die heutige Folge. Und ich soll Annika sagen, dass Chris auf dem Weg zu ihr ist bald, ne? Das Bescheid ja. Knickt. Boah, ey, ja. Paddy, kaum ist Paddy weg, kommt gleich der nächste und klopft und klingelt. ja, unglaublich. Naja, hallo? Technik, Schnick, Schnack, Pipapo. Die These ist, man muss ja mal eine These machen am Anfang. Habt ihr den geilsten Schnick, Schnack? Oh. Aktuell? Warte mal, warte. Ja, was ist denn heute los? Oh, geile, schöne Praxis, Klingelton. Zahnarztpraxis, Schneider, guten Tag. Also irgendwie ist heute der Wurm drin, ne? Also bei mir klingelt nicht. Aber Steffen, nächstes noch als Familie Postbote, ich klingelt. Ja. Entschuldigung. Wer kann das sein? Bei mir kommt doch nie jemand vorbei. Ja, ist ja auch so. Ich weiß ja immer Bescheid, wenn jemand kommt. Die rufen bestimmt gleich wieder sofort an. Das sind nämlich meine werten Eltern. Und die denken jetzt, dass ihre Tochter verschollen ist oder so. Ja, dann haben sie jetzt mal Pech. Dann ja. Müssen sie Daisy gucken. Echt mal. Warte mal, kann man nicht irgendwie das hier rausmachen aus dem Telefon, den Akku oder so? Na, ausschalten. Lange den Ausknopf gedrückt lassen. Der Marco gerade gemacht. Lange den Ausknopf. So, jetzt. Ei klar, Batterie. Als, oh, jetzt. Noch hat's den Geist hier. Nee. Doch jetzt. Durch. Ey, warum klingelt denn da hinten noch? Das ist ja schrecklich. Das ist die Basis. Alter. Die machen den kompletten Stecker aus der Telefonbuchse raus. Nee, schalt einfach komplett den Stromkasten ab. Warte einen Moment. Unglaublich, ich laufe hier weiter, dabei ist ja. Also, wir schneiden natürlich nicht raus, wir wollen nicht Opus zeigen, dass wir Opus Menschen sind. Ja, die mein Gott. Können, die Nummer blenden wir euch hier unten ein, wenn ihr auch mal anrufen wollt. Entschuldigung. Wo wir gerade bei Technik sind. Ne, wollten wir ja drüber reden? Nervt Technik, Schnick, Schnack. Habt ihr immer den neuesten Schnick, Schnack und das neueste Handy, was rauskommt? Und wie ist das bei dir, Steffen? Ja, also bei Technik bist du ja bei mir direkt an der richtigen Stelle. Ja. Wie vielleicht einige schon mitbekommen haben, ist mein Spielername ja meistens Miss. Server's down! Okay. Exit. Der ist bestimmt gleich wieder da. Bestimmt. Ey, ich sag, altes Live würde ich mir jetzt richtig ärgern, aber hier ist es okay. Ballerbude. Ja, ist schon wieder neu drauf. Nee, also wie wir eigentlich schon mitgekriegt haben. Wie eigentlich. Nee. Das ist richtig. Okay. Hoffe ich doch. Alle dude. Das ist heute wirklich der beste Beginn, den wir je hatten. Ja. Letztes war die beste Anmod, heute der beste Folgenbeginn. Ich bin drinnen auf dem Steg. Ja, ich auch. Ich hab Terror-Sound. Hat Terror-Sound? Na, ach so. Das ist so. Cool, ja. Okay, weiter geht's. Nee, also, ja, genau. Da ich ja meinen Spielernamen ja schon einige kennen, Mr. Hightech, hat sich das damals auch gebildet, dadurch, das hat mir ein Kumpel mal vor langer, langer Zeit erzählt, Grüße, falls er dieses Video guckt. Ich denke nicht, dass das gut. Ich denke auch nicht, aber er hat mich so genannt, weil ich immer den neuesten Schnickschnack hatte. Und ich muss sagen, bei mir ist es in vielen Bereichen so, dass ich wirklich lieber mehr Geld ausgebe, um das Neueste zu haben und was Besseres, als dass ich mir was Halbwertiges hole und mir vielleicht später dann sage, scheiße, hättest du dann doch mal die 100 Euro draufgelegt und hättest dir gleich was Vernünftiges geholt. Wo ich zum Beispiel sagen muss, bei Handy ist das bei mir gar nicht so. Da nehme ich wirklich ein Handy, was mir gefällt, was funktioniert und das benutze ich auch bis zum Verderben und dann hole ich mir ein neues. Also ich bin jetzt nicht so, ich kenne ja einen Haufen Leute, die dann Handy, halbes Jahr ist ein neues draußen, verkloppen mir Handy, neues Handy. Ja, ist aber Quatsch. Wieder also, alt, kommt ein neues Haus, Samsung, was weiß ich, S5, verkloppen, neues Handy. Wisst ihr, die sind wohl immer wechseln. Hm. Genau dasselbe habe ich mir jetzt zum Beispiel, da ich mir jetzt eine Kamera holen will, genauso gedacht. Ich habe erst überlegt, naja, holst du dir eine Vollformatkamera gleich, holst dir gleich was richtig, aber das kostet ja dann gleich wieder 1500 Euro aufwärts. Dann dachte ich mir so, naja, musst du schon kotzen und nutzen, die guten Kotzen und Nutzen, Kosten nutzen, musst du schon abwägen und wer, was brauchst du wirklich? Ja, kannst dir natürlich jetzt auch für 300 Euro eine Einsteigerspielreflex holen, kannst aber auch sagen, du holst dir gleich was vernünftig für 700, 800 Euro, mit dem du auch was arbeiten kannst, ja.
Und da bin ich dann wirklich so immer, ja, das Neueste, was jetzt gerade so gibt. Und ist auch erst neu rausgekommen, was ich mir jetzt holen möchte. Und Computer auch so, wenn ich mir einen neuen Computer zusammenstelle, auch das Neueste und Beste, was es gibt, erstmal reingeknallt. Und ja. Ja. Das also ich zumindest. Also ich muss sagen, bei mir ist das geteilt. Handy ist bei mir halt alle 2 Jahre bei Vertragsverlängerung. Da hole ich mir neue dazu, weil ich meine, kostet 1 Euro und dann ist gut, wisst ihr? Verkloppt denn das alte noch, um da wenigstens noch ein bisschen Geld rauszuschlagen? Das ist jetzt auch nicht liegen oder so oder verschenkt wird. Also das ist dann schon, man hat das ja auch irgendwo abbezahlt und dann verkloppt man das halt auch ein bisschen. Aber jetzt nicht so von wegen iPhone 5 kommt raus und ein Jahr später 5S, ich muss das jetzt haben. Also das mache ich auch nicht, weil ihr gebt keine 700 Euro für ein Handy aus. Da hört der Spaß irgendwann mal auf, ne? Ja. Bei Rechner ist es so, dass ich mir nicht das aktuellste hole, nicht unbedingt, sondern das hält sich dann in so einem Rahmen, dass ich sage, okay, das kann ich auch vom Geld her vertreten und das reicht 3 Jahre oder 4 Jahre ungefähr. Ja gut, aber bei dir ist es ja eher preislich bedingt, würde ich sagen, oder? Ich sag mal, wenn du jetzt echt gut verdienen würdest, würdest du dir bestimmt auch sagen, ich hole mir das Neueste, wenn oder? Wenn ich gut verdiene? Alter, Steffen, das klingt gerade, dass du voll die Bonze bist, ne? Nein, aber ich meine jetzt so, wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde. Das Gute ist ja, Steffen weiß nicht, was ich verdiene. Naja, aber ich sag mal, pass auf, du musst es so sehen. Ich kaufe mir lieber dann einen etwas, sag jetzt mal, wenn wir jetzt sind von Stufe 0 bis 10 Rechner, kaufe ich mir einen Stufe 8 Rechner und habe dafür aber noch Geld für eine PlayStation 4. Ja, gut, also ja. Weil das ist mir halt dann schon wichtig, wenn die halt rauskommt, dann will ich die auch haben. Gut, ich sag mal genauso, ist das bei mir auch. Ich kann mir jetzt auch, was heißt Neuesten vom Neuesten? Ich würde mir jetzt zum Beispiel auch nie, was damals rauskam, hier diese Black Edition, die neue i7-Rechner, CPU-Folge, wo irgendwie der CPU 1000 Euro kostet. Hm. Das wäre das Neueste vom Neuesten, das hole ich mir auch nicht. Ich hole mir auch das, was so preis-leistungstechnisch gut ist, aber halt auch noch wirklich im hohen Segment liegt. Also, das ist auch nicht Sinn und Verstand. Ja, Neueste. Also, guckt dann auch schon so, was man für sein Geld wirklich auch vertreten kann. Ja, da war auch oft bei Grafikkarten ist es ja auch so, da ist auch manchmal das Neueste oder ein Vorgängermodell vielleicht 5% effektiver als das ja. Modell ja, darunter. Ja, genau. Das gucke ich dann in den Zeitschriften und dann liest man das ja auch. Alter! Also, schon also, wie komm mal lautlos. Das ist lautlos, da ist Mensch. Da ist so ein Hebel an der Seite. Den hab ich ja aus, Mensch, Patty. Du willst nicht wissen, was hier abgeht bei meinem Handy gerade. Das ist hier ihr Wecker für die Pille. Richtig, sehr gut, Steffen. Sehr, sehr gut. Mann, ich kenne doch Frauen. Das ist jetzt immer das ist 20 sind, Uhr, nee, siehst du? Das sind immer die Frauen, 20 Uhr, jetzt bin ich eigentlich saufen, dann nehme ich die, weil dann wirkt die ja, weil ich kann sagen, richtig, ja. Eigentlich habe ich auch schon 5 Kinder von dir. Lass mal hier leicht rechts über den Hügel gehen. Das sind nämlich genau die Mädels, Alter. Den dürft ihr nicht vertrauen, Leute. Alkohol wenn die 20 und Uhr Pille nehmen. Ja, weil ich auch so viel Alkohol trinke. Na, das sah ich doch gerade damit. Hinter uns läuft übrigens der Zombie, von dem ich schon den letzten Part rede. Warte mal kurz. Da war der Zombie. Das haben uns jedenfalls alle gehört. Das ist gut. Ja, haben sie ein bisschen Angst. Ich hab gesagt, Kill on Sight, werden sie nicht mit uns quatschen. Guck mal, der Zombie, der hat das nicht gehört, der daneben steht. Doch, jetzt. Der daneben steht? Daneben? Scheiße. Ah! Mann, Alter. Geil. Ein Meter vor ihm trifft er ihn denn. Hier ist gerade ein Zombie gespawnt. Boah? Und jetzt rennt er auf dich. Jetzt komm, jetzt erschießt Annika. Ey, hallo? Erschießt doch nicht Annika. Ich hab schon ein bisschen Angst gehabt gerade. Hatsch doch keinen Reis mit Soße. Aber warum spawnt er denn da einfach? Ja, weil wir bestimmt grad hier das ist wie bei How to Survive, wo wir durch die Gegend gerannt sind. Auf einmal spawnen da so 20 Zombies neu. Ja, das war auch geil. Das war der Hammer. Also wirklich. Alter, Zombie hinter mir irgendwo. Wo ist Patty eigentlich? Ich bin nämlich schon wieder ein Zombie. Was ich gerade komisch finde ist, warten. Ich hatte eigentlich 2 Schnelllader für die SKS. Bin ich mir ziemlich sicher. Alter, der Zombie. Alter, der Zombie springt. Der springt dich an. Der ist schneller als Icke. Bin ja schießen. Alter, warum sprintet der? Ja, der wollte gerade schießen, aber... Alter, war ein Blitz, der war schneller als Icke. Das kommt der Nächste. Alter, wo ist die? Oh Gott. Die spawnen ja jetzt hier überall. Was ist das denn? Das ist ein Zombie-Spiel. Das ist ein Zombie-Spiel. Warte mal, ich muss mal hier kurz emptyen. Mann, was ist denn heute? Hä? Sind die in meiner...
Aber was ich übrigens auch sehr nützvoll finde, was jetzt neu ist, du kannst sehr jetzt nützvoll. Auf Kissen gehen, nützlich, View Contents gehen. Finde ich gut. Okay. Finde ich echt gut. Wollen wir gerade stehen geblieben, bei welchem Thema? Annika, holst du dir mal die aktuellsten Vibratoren, auf die es auf der Messe gibt, oder reicht da auch so ein Auslaufmodell? Aber jetzt kommt die Frage, ist ein Auslaufmodell besser als ein aktuelles? Oh Gott. Oh Mann. Das kommt richtig schlecht, oder? Wenn du auf der Messe stehst, ja, wir haben hier das neueste Produkt, aber ich will das hier auch noch für das günstige Budget haben wir natürlich auch das Auslaufmodell, den Vorläufer. Das ist doch besser ein Auslaufmodell, oder? Bei so einen Sachen. Übrigens musste ich gerade feststellen, dass ich meine neue Munition in die Waffenkiste legen wollte. Ah, ja, also abgesehen von Vibratoren und den Kram versuche ich eigentlich nicht anders als ihr halt. Abgesehen davon, ja, das ist das neueste und größte und beste sein. Oh Mann, ich bin voll raus, ey. Für meinen Rechner versuche ich halt immer die aktuellsten Sachen zu haben, wenn es gerade geht, geldtechnisch und Handy, also Handy ist mir eigentlich ganz schön Schnurz. Das ist, ja, nee. Jetzt lang? Ich würde sagen, wir gehen mal ins Bürogebäude. Hier schräg runter. Was da für ein Bürogebäude? Achso. Ja, hier links, wo ich eigentlich gerade gestartet bin, um euch entgegenzukommen. Achso, hier gehst du hin willst. Ja, ich gehst du hin willst. Da, wo wir beide aufgelockt sind. Genau. Aber Baustelle könnte man eigentlich auch vorbeigucken. Würde vielleicht auch nicht so sinnlos sein. Ja, Handy ist dir egal, das da. Handy ist mir eigentlich ziemlich egal, weil, wie gesagt, ich habe halt letzte Folge festgestellt, ein sehr altes Handy und, ja, das reicht mir, weil ich mache nicht wirklich so viel mit meinem Handy, dass ich jetzt sage, oh ja, ich brauche jetzt immer das Neueste und das ist mir eigentlich ein bisschen egal. Was mir nicht egal ist, ist halt mein Rechner, deswegen gebe ich für den gerne Geld aus. Ja, aber für mich ist halt ein Handy auch wie ein Computer und das, finde ich, muss einfach auch schnell funktionieren und die Apps müssen schnell aufgehen und zugehen und pipapo, also da, das muss einfach auch schnell gehen. Ja. So, ich mach die zweite Etage. Also ich kann ja sagen, ich hab ein iPhone, Zombie. Muss ich sagen, die sind einfach im Vergleich langsamer, wenn ich die so nebeneinander lege und das schon fummel. Ja, natürlich. Was ich sagen muss, wenn man einmal ein iPhone hatte, will man auch kein anderes Handy. So geht es mir zumindest. Nee, kann man nicht so sagen. Ich kenne einen, der hatte ein iPhone 5 und der hat es dann halt abgegeben für einen so ein Galaxy Note-Ding, was irgendwie dann so groß ist wie ein Tablet oder so. Oh Gott, oh je. Ja, weiß nicht, aber mir geht es halt so, ich finde es wirklich, also so iPhone finde ich eigentlich ganz nett, so von der Handhabung her. Und ich würde jetzt nicht noch irgendein anderes Handy haben wollen, weil das irgendwie auch nicht kaputt geht und nichts damit passiert. Das habe ich auch noch nie erlebt bei dem Handy. Das geht wirklich nicht kaputt, nee. Da hast du recht. Und vorher hatte ich irgendwie mal... 10er Standardmagazin in der Baustelle. Und hier Packung liegen auch Reis, Waffen. Wenn, eine Packung Cerealien, wenn jemand braucht. Also Waffen liegen hier oft in den Baustellen. Machete gefunden, brauche ich nie. Die Machete kennen sie, hätten sich auch echt sparen können. Vor allem, weil die einfach mal useless ist. Immer höher. Seid ihr jetzt hier? Ansonsten habe ich meine Logitech MX 510 schon seit 7, 8 Jahren, läuft immer noch. Die macht ihren Dienst. Die macht umsonst, es, ohne Scheiß, nicht umsonst beste Maus gewesen zu der Zeit und auch schon noch Jahre danach. Ever. Die gibt's ja nicht mehr, aber die läuft immer noch. Also da brauche ich mir keine Sorgen machen. Ja, ich habe ja die G5. Ja. Mit der bin ich auch sehr zufrieden. Weil ich finde, es gibt keine geilere Mausform. Die ist einfach so unglaublich handlich und rutschfest und einfach geil. Definitiv, ja. Also ich hab dann noch eine Logitech G15. Ja, die habe ich natürlich auch. Die teile ich mir mit Patty. Ja, und wenn sich halt jemand fragt, mikrofontechnisch haben wir alle Schuhe. Schuhe, sag ich schon. Schuhe? Wir haben Schuhe an den Ohren. Wir haben Schuhe. Nee, wir haben natürlich T-Bone. Was ist das? SC700? Wie heißt das Ding? SC440 oder so. Aber hat Steffen? Steffen hat ein anderes, ne? Steffen hat ein anderes. Ein anderes Mikrofon. Ja, das kommt bei mir dadurch. Ich hätte mir sonst wahrscheinlich auch geholt. Damals ein Ausverkauf gewesen von einem Musikladen. Da habe ich mir zwei Mikrofone gekauft, einen AK, nee, wie heißt die Firma? Rode? AKS? AKM. Achso, AKM. AKM? Keine Ahnung. Wie heißt die denn? AKS, AK, irgendwas so. Nee, wisst ihr wahrscheinlich, was wir meinen. Oh, Zami. Geh runter. Ich hau den mal um, bevor uns umhaut. Das ja, da seht ihr ja schon. Und das habe ich mir gekauft und dann noch einen Sennheiser.
Und dann dachte ich mir so, ja, einen verkaufst du, weil das war 50% runtergesetzt. Ui. Einen verkaufst du und einen behältst du. Ja, und ich habe mich für das Sennheiser entschieden, weil das AKMS, wie auch immer das heißt, das kam 400 Euro. Und das hatte ich für 150 gekauft. Tommy, kommt runter, oder? Also läuft er bestimmt gleich los. Alter, was ist denn hier Alter, los? Ja, ja. Links kommt auch einer, Annika. Ja, ich mach. Wie sind da, sind die schneller geworden? Warte, komm her. Alter, die springen auch echt jetzt, ja. Ach so, ich muss. Ach Gott, ich face dann noch unter sich hier. Gut, Alter, tot. Das ist nicht mehr so einfach, muss ich sagen. Ja. Nee, nicht und mehr. Das hatte ich dann verkauft für auch 400 Euro und das andere hatte ich auch für 150 gekauft. Das kam 300 Euro zu der Zeit. Da habe ich sozusagen noch ein bisschen Geld verdient und ein Mikrofon umsonst gekriegt. Aber im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, weil ich hätte das andere nehmen sollen. Das ist nämlich ein Vollmembranmikrofon gewesen. Mit Spinne, Halterung und allem drum und dran. Ja. Ja, aber ja, wie gesagt, Sennheiser reicht auch aus. Das ist ein Gesangsmikro, weil ich damals halt auch ein bisschen irgendwas musikalische Richtung machen wollte. Da Zombie kommt. Annika, kümmerst du dich? Ich kümmere mich. Steff wollte singen. Jetzt springt er, pass auf. Ach verdammt, ich muss ja. Ach, das ist ja. Die sind doch krasser, die Military Zombies, sag ich ja, die sind jetzt krasser. Mann. Aber wenn die springen, ist echt mies, oder? Ja. Ja, vor allem wenn sie hinter dir springen und immer hinter dir stehen. Also sag mal. Klappe die dritte. Ja. Ich weiß nicht, was halt los ist. Ich weiß es auch nicht. Die Pille schon wieder vergessen. Ja. Annika nimmt auch Sicherheit über dreimal. Ja, dass sie sich aufhebt, oder wie? Auch Sicherheit. Will Zombies davor als wie Military. Geh schon mal rein. Komplette Chaosfolge hier. Oh! Oh, machst du den? Ja. Na, sag mal! Ey, warum stürzen denn immer die Frames? Ja... Nee, jetzt ist. Brauchst du Essen? Sag mal, ist hinter dir ein Zombie? Nee, nicht. Wer war denn? Will jemand essen? Hier oben, nimm mal den Thunfisch mit. Braucht den nicht. Das sah gerade aus, als ob hier noch einer lang rennt, na egal. Da waren zwei Zombies draußen. Jetzt ruft nur noch der Chris an und ich gehe da jetzt nicht ran. Der Chris, kannst du da rausstellen? Da liegt eine Jacke, die man nicht aufnehmen kann. Mal hoch. So, mach mal. Wir sollten eindeutig nicht Sonntag um diese Uhrzeit aufnehmen. Wie ruft da jeder an? Ja, wie ist ganz schlimm gerade. Immer so. Der will bestimmt wissen, ob er. Revolver Moon. Ich glaube, das war zumindest ein Revolver. Geht mal gucken, ich geh schon mal ins Hör. Mann. Huh? Wollen wir jemand tolle Hosen? Nee, was sind das da? Was ich aber jedem empfehlen kann jetzt nochmal, der zockt. Besorgt euch einen Laptop als Ersatz. Also wenn ich mir den damals nicht geholt hätte, dann kriegst du ja am Arsch. Alter, hier liegen zwei Knarren direkt nebeneinander. SKS und eine Shotgun. Dach oder was? Nee, vorletztes Stockwerk hier. Eins, hinter dem Schrank liegt die Shotgun und vor dem Schrank die SKS. Seid ihr ganz oben? Ja, ich bin jetzt ganz oben. Hätte ich den Laptop nicht, dann wäre ich bin jetzt auch ganz oben. Arsch. Ja, das ist glaube ich auch so eine Sache, die ich hab seinen Laptop, aber der ist jetzt auch schon 3 Jahre alt. Boah, ja, mein Laptop, der ist auch uralt. Der läuft immer in DayZ of Law. Den habe ich mir damals zur Bundeswehr geholt, der hat für 1500 Euro oder so und der ist jetzt natürlich die letzte Dreckskacke. Mittlerweile. Ja. Warst du schon wo auf dem Podest, Petty? Nee. Mal gucken. Ach ja. Ich glaube, dass da noch was liegt. Nee. Nix. Ach ja, da kommen die guten Erinnerungen wieder hoch von hier oben. Auf Gegner schießen. Ja, ja. Auf Gegner schießen. Ja, ja, ist richtig. Auf Opfer verschießen wohl eher. Ich wollte ihn leben lassen. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich schießen und nicht treffen kann. Ach so, na, das kannst du ganz gut, ja. Kann ich auch, habe ich ja letztens bewiesen hier mit dem Zombie da vorhin. So, was war jetzt? Ach so. Feuerwehrstation, erstmal den Part zu Ende. Und sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir Richtung Airfield latschen. Ja. Koste es, was es wolle. Jo. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. We'll be right back.
tonight, the creatures came.